Hi Team Get Your Ass Up, was geht ab? Heute geht es darum, wie man am besten auf Flirtplattformen wie Tinder oder ähnlichen flirtet. Es kann ja mal sein, du hast keine Lust in den Club zu gehen, du willst nicht rausgehen, neue Leute kennenlernen, du willst aber trotzdem gerne ein Date haben. Super, es gibt Plattformen wie Tinder oder andere, die das für dich erledigen, die dir dabei helfen können. Aber wie flirtet man da am besten? Zuerst müssen wir verstehen, auf diesen Plattformen haben Frauen eine riesige Auswahl. Und Männer stechen am besten ein bisschen aus der Masse heraus. Es gibt drei Typen von Männern. Der erste Typ Mann ist der sexuelle Creep. Er schreibt meistens Sachen wie Hey sexy oder Hey schönes Profilbild oder Hi Süße, was geht? Das ist scheiße. Im richtigen Leben hast du eine Ausstrahlung. Da kannst du was Sexuelles sagen, weil deine Ausstrahlung dazu passt. Online hast du keine Ausstrahlung. Da schreibst du einfach irgendwelchen creepy Scheiß und die Frau denkt sich nur, was ist das denn für einer? Im richtigen Leben kannst du das mit der Ausstrahlung ins richtige Licht setzen. Das ist genauso beim zweiten Typ von Mann, der Normalen. Der schreibt zum Beispiel als ersten Satz, Hi. Hi ist im richtigen Leben gut. Hi funktioniert im richtigen Leben. Hi funktioniert online nicht. Du hast eine Ausstrahlung im richtigen Leben. Deswegen funktioniert Hi. Hi ist online langweilig, denn Hi online hat keine Ausstrahlung. Im richtigen Leben mit Ausstrahlung ist ein Hi, kann das sehr überzeugend sein. Es gibt aber noch die dritte Art von Männern auf Flirtplattformen und das ist die Art, die auch du sein solltest, wenn du da Erfolg haben willst. Es gibt die humorvollen Männer. Die nehmen das Ganze erst von vornherein nicht so besonders ernst. Die schreiben einfach humorvolle Sachen, Sachen, die ihnen Spaß machen, Sachen, bei denen sie auch Lust haben, weiterzuschreiben und dadurch animieren sie die Frau, auch weiterzuschreiben. Ich und mein Mitbewohner machen das meistens so, wir schreiben, hey, Name, die Scheidung ist durch, ich bekomme das ganze Geld und du bekommst den ägyptischen Teppich oder ich bekomme das Haus und du bekommst den Teppich, was weiß ich, die Spülmaschine, die Kaffeemaschine, lasst euch irgendwas einfallen, irgendein Blödsinn. Wir laden die Frau ein, mitzuspielen. Die Frau denkt sich, ja, ein humorvoller Mann, cool, das könnte lustig sein, spielt mit, steigt ein und schreibt vielleicht sowas wie, okay, das Geld klage ich aber ein. Oder okay, ich habe aber vorher das Geld im Teppich versteckt. Irgendwas in der Art. Sie steigt auf euer Spiel ein und ihr könnt zusammen ein bisschen Spaß haben. Ihr könnt euch ein bisschen näher kennenlernen. Und ihr merkt beide, okay, ist das eine humorvolle Person? Cool. Mit der kann man ein bisschen Spaß haben. Die nimmt die Sache nicht zu ernst. Die ist kein Creep. Die will ich näher kennenlernen. Lasst euch was Lustiges einfallen. Sagt irgendwas, schreibt irgendwas, was ihr lustig findet. Lasst die Frau darauf einsteigen und dann könnt ihr ein lustiges, entspanntes Gespräch mit einer fremden Person über Internet, über Tinder, über andere Datingplattformen haben. Seid kein Creep, schreibt nicht einfach Hi, schreibt was Humorvolles, seid lustig, dann klappt es auch online. Wenn dir die Episode gefallen hat, und das hat sie natürlich, und du willst mehr sehen, dann abonniere unseren Channel für VIP-News, um alles zu erfahren. Like unsere Facebook-Seite und check auch unsere neue Website aus. Die Links sind alle unten in der Beschreibung. Wenn du Fragen hast zu irgendeinem Thema, zum Flirten, wir machen aus deinen Fragen unsere neuen Videos. Frag bitte, was du für Fragen hast. In die Kommentare, wir lesen die alle, machen daraus neue Videos. Ansonsten sehen wir uns morgen. Und denk immer dran, wenn du das nächste Mal eine Frau oder einen Mann siehst, der dir gefällt, get your ass up und sprich ihn oder sie an. Bis morgen.